damit auch ein herzliches Willkommen zurück an dich zu diesem kleinen Infovideo. Und ja, du hast es im Titel schon gelesen, es muss sich was ändern. Und genau darüber werde ich heute mal so ein bisschen sprechen. Denn wie das Ganze mit dem Mittwoch so vor sich geht, ja, ist nicht ganz so, wie es mir gefällt. Denn in das ewige Spiel geswitcht von Demolition Company auf Creativers und dann jeden zweiten Mittwoch dann zurück. Ich muss irgendwie sagen, als das Spiel Creativers zum Beispiel rauskam, ich war ja wirklich davon hellauf begeistert, hab das am Anfang erstmal privat gespielt, dann auf YouTube mit euch zusammen. Aber irgendwie, ja, wenn man es eine Zeit lang gespielt hat, kommt man irgendwann an den Punkt, wo wir jetzt auch im Let's Play stehen, es fehlen einfach die Rohstoffe. Und da ist irgendwann der Punkt, wo ich dann sage, mir persönlich macht es dann auch keinen Spaß mehr, das Spiel zu machen, denn du machst eigentlich jede Folge das Gleiche. Wenn du privat bist, ist das, ja, ist nicht so schlimm, da kannst du das Ganze aussetzen oder beziehungsweise aussitzen, da spielst einfach, irgendwann wirst du schon was finden. Aber im Let's Play ist es ein bisschen schwieriger, denn niemand tut sich Folgen an, wo du ewig nur in der Höhle rumrennst, dann irgendwas suchst, dann wieder nach oben gehst, dann ist die Folge zu Ende, die nächsten drei Folgen machst du genau das Gleiche. Irgendwann findest du mal einen so speziellen Block. Keine Ahnung, ich habe die Blöcke von Creativers jetzt nicht so im Kopf. Irgendwann findest du halt mal einen so Block, den du dann brauchst. Dann kannst du eine Folge lang was machen, beziehungsweise ein Gerät bauen, dann geht's wieder weiter, dann musst wieder ewig suchen. Und ja, wie gesagt, in einem privaten Spiel geht das vielleicht, aber in einem Let's Play eher weniger. Und darum muss ich sagen, macht mir Creativers an sich zwar immer noch sehr viel Spaß. Ich würde es auch jedem empfehlen, der sagt, er will mal so einen kleinen Minecraft-Ableger mal spielen. Der kann sich das Spiel natürlich gerne auch zulegen und gerne privat ausspielen. Von mir aus auch auf YouTube, wer sich zumutet, das Spiel, oder beziehungsweise wer halt sagt, er kann das Spiel auf YouTube bringen. Und ja, dann zum zweiten Spiel mit Demolition Company ist, ich habe das schon ungefähr, ich habe das vor Ewigkeiten mal zum Geburtstag gekriegt und dann bisher bestimmt 10-mal durchgespielt komplett. Und da ist dann auch am Anfang, macht es noch ziemlich Spaß, mittlerweile wird es aber alles ein bisschen eintönig und mittlerweile kommt man halt auch an die, ich sag jetzt mal, Maps, die dann noch ein bisschen verbuggt sind, denn das Spiel an sich ist auch ziemlich alt. Ihr habt es letzte Woche gesehen, da spawnst du im Wasser, das komische Gebäude, das du abreißen sollst, fliegt ins Wasser, da hast die Mission direkt vergeigt. Macht er natürlich auch direkt deine Statistiken kaputt. Und ja, aus dem Grund wird sich am Mittwoch so ein bisschen was ändern. Und was sich ändern wird, das kann ich dir auch mal sagen. Wir werden am Mittwoch das ewige Geswitche von den zwei Spielen mal weglassen. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, es kam bisher noch keine Folge-App des Monats. Wird es auch wahrscheinlich nicht geben, denn ich tue mir da so ein bisschen schwer, die Apps rauszusuchen. Viele App-Hersteller sind dann, die verweigern YouTubern das Ganze in einem monetarisierten Video zu verwenden. Bei mir sind sie ja alle monetarisiert, wenn du vielleicht ohne Adblocker guckst, weißt du es. Und das ist eben das kleine Problem. Ich darf sie dann nicht monetarisieren, no YouTube Money. Also wird es ein bisschen schwieriger, die Apps zu bringen. Und aus dem Grund werden wir jetzt jeden Mittwoch, es wird nicht mehr geswitcht, sondern jeden Mittwoch, hoffe ich zumindest mal, wenn ich es hinbringe, jeden Mittwoch werden wir eine Android-App Let's Playen. Aber nicht jedes Mal eine andere, sondern wir nehmen uns eine App, die ganz gut ist. Ich habe mir auch schon zwei rausgesucht zum Durchspielen dann. Wir Let's Playen jeden Mittwoch eine App, also jeden Mittwoch halt eine gleiche, bis sie halt dann am Ende des Spiels ist. Und werden die auch durchspielen mit euch zusammen. Und ja, ich hoffe mal, euch gefällt das Format. Ihr könnt nächsten Mittwoch als erstes natürlich ganz gerne mal reingucken. Jeden Mittwoch 13 Uhr ein Video von einer Android-App. Ich hoffe, auf jeden Fall mal dir gefällt das neue Format und würde mich freuen, wenn du auch dabei bist beim neuen Format und sag dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.